Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Mein Name ist Brackridge und ich hatte euch ja versprochen, dass ich mal schaue, wo es die nächsten Münzen gibt und naja, sie werden noch kommen. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich musste da extra mal nachschauen, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Es ist halt immer wie es ist, ne? Man denkt immer, man hat irgendwas vergessen, schaut dann mal nach und denkt sich dann so, okay, das kommt erst noch. Gut, jetzt sind wir hier wieder an der Gabelung, wo wir als letztes unseren, ja, Hünen oder was auch immer das war, besiegt haben. Relativ fix, blöderweise. War anscheinend nämlich irgendeine Art Boss. Habe ich auch erst im Nachhinein gelesen. Es tut mir leid. Ja, und jetzt müssen wir halt hier irgendwo noch den letzten Stein finden. Den würde ich auf jeden Fall gerne noch mitnehmen. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein Schatz, den nehmen wir natürlich gerne noch mit. Einen Äther. Ich glaube, hier nach geht's nicht weiter. Der letzte Stein, der ist hier. Die grüne Tafel nehmen wir gerne noch mit. Und dann gehen wir mal ganz kurz zurück und setzen den auch noch ein. Mal ganz kurz. Whoop. Hallo. Extra schnelles Laufen. Nur den Weg hochfinden muss man nur noch mal. Wenn ich jetzt noch sprinte, dann geht's eigentlich gar nicht mehr voran. Whoop. Ist das richtig hier? Ja, ne? Whoop. So, und dann sind wir auch schon hier. Hallo? Ich möchte gerne mit dem Schrein reden. Danke. Ja, die grüne Tafel auch noch hineinstecken. Nanu, das ist, da ist was von drin rausgekommen. Mondsplitter erhalten. Genau. Ich weiß zwar nicht, was das genau ist. Aber vielleicht können wir den ja an Aiko anlegen. Achso, warte mal. Fender. Shell, Ramu, Föhn. Ah, Phönix, schön. Achso, die müsste ich ja auch noch. Die müsste ich ja auch noch mit Abilities vollpumpen. Immer Regina. Ja, warum nicht? Zack. Zack. Geht nicht mehr. So, und dann können wir auch schon wieder zurück zur Gabelung. Nein, das ist der falsche Weg. Sieh dann, das ist der falsche Weg. Klick, 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 klick. So. Ich würde sagen, das beschleunigen wir auch nochmal ganz kurz. Wir müssen das ja nicht unmengenweit in die Länge ziehen. So, und dann gehen wir hier mal nach rechts. Da, wo wir eben gerade auch schon mal waren. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte. Aber, ach ja, hier unten waren wir ja gerade. Das heißt, wir gehen hier über diese wunderschöne Brücke. Genau, da unten waren wir ja vorhin. Also gehen wir hier weiter. Und dann sind wir auf der Weltkarte. Da vorne ist... Ist das ein Dorf? Ich lasse jetzt erstmal Monster kurz aus. Aha, es ist ein Dorf. Gehen wir mal rein. Sieh dann! Hier ist das Zuhause von Aiko. Made in Sari. Oder so. Hier? Das ist ein einziger Trümmerhaufen. Lilly? Was ist hier passiert? Das ist ja eine einzige Ruine. Maiden Sauri, legendäres Dorf der Espa. Kubus. Mocha Moko Chimomo. Kubu. Mogel Morison. Und wo ist Mogu? Sie wurde doch nicht etwa wirklich gefressen. Mogu! Da ist also das legendäre Mogu, ja. Kubu! Kubu, Kubu! Aber nein, Aiko ist dir nicht böse. Aber du darfst Aiko nie mehr so allein zurücklassen, hörst du?
Kubo, Kubo. Okay. Komm schon, sie dann. Ich sag ja, mit ihrer Synchronisationsstimme bin ich überhaupt noch nicht zufrieden. Habt ihr verstanden? Na, Kubo, Kubo, Kubo. Mogu, bleib bei Aiko. Kubo. Genau, wie immer an deinem Stammplatz. Kubo. Okay. Dieser kleine Mogu eben gerade hat er sich in deinem Kleid versteckt. Mogu ist ihr Name und wir sind praktisch unzertrennlich. Kleid. Kubo. Sieh dann, du setzt dich dorthin. Hey, weißt du, Aiko hat irgendwie Interesse an dir. Alles klar. Verstehst du? Naja, in gewisser Weise habe ich auch Interesse an dir, Aiko. Natürlich, sieh dann. Wie immer, gerade raus. Echt? Zum Beispiel, was die Bestie betrifft und... Was bist du denn so für ein Typ? Wie alt bist du und was machst du denn so und wo willst du denn überhaupt hin? Langsam, langsam, eigentlich. Was ist denn dein Lieblingsessen? Was ist denn dein Lieblingsbestie? Was sind denn deine Lieblingsmokris und was für Frauen machst du denn so? So jemand wie dich treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Lilly? Was hast du? Weilst du noch unter uns? Ja, das heißt nein. Ich meine, es ist nichts. Hast du möglich Fieber? Hoch? Anscheinend auch nicht. Bist du etwa eifersüchtig? Warum sollte ich? Sieh dann, Lilly, seid ihr beide wirklich nur ganz normale Freunde? Schön wär's, wenn mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ganz einfach, nur Freunde sind wir vielleicht nicht wirklich. Aha, sondern? Wir sind sozusagen Kameraden. Kameraden? Jupp. Und Vivi gehört auch. Wo steckt er eigentlich schon wieder, Vivi? So wie Aiko mit Mogu und den ganzen anderen Mokris? Ja, so ähnlich. Fertig mit Aufräumen, Kubo! Danke, Mocha! Bin sofort da! Ich bin mit ihrer Synchronisationsstimme überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sieh dann, Aiko macht jetzt was Leckeres zu essen. Bis dahin musst du aber hierbleiben. Okay. Wir brauchen eh noch einiges an Infos und eine Kleinigkeit könnte ich auch vertragen. Ja, du hast recht. Also, ich rufe euch dann, wenn das Essen fertig ist. Warte. Ich glaube, ich bin ein wenig müde. Was Vivi fühlt. Oh. Herr 288 sagte mir, ich kenne die Bedeutung des Todes. Ich glaube, stehen bleiben und sterben sind etwas anderes. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was es heißt zu leben oder zu sterben. Wo kommt man her und wohin kehrt man zurück? Wenn dieser sich schließende Kreis bedeutet zu leben, wo hat dann mein Kreis begonnen? Und wo endet er? Was ist nun mit mir? Ich zittere auf einmal so. Was ist das nur, dieses seltsame Gefühl? Dann geh schlafen. Soll ich dich hinlegen oder was?
Halt. Libra erhalten. Sag, ich bin ein kleiner Entdecker. Schaut auch immer zu seiner Frau. Sehr gut. Gehen wir mal hier hoch. Wir erkunden ein wenig unser Dorf. Oder was auch immer das hier ist. Was Lilly fühlt. Oha, jetzt wird's ernst. Das Dorf der Espa. Vor langer Zeit habe ich einmal darüber gelesen. Ein Volk, das die Bestie beschwört und sie beherrscht. Die Bestie. Früher konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Bestie in mir lebten. Nur aus diesem Grund. Nur weil in mir Bestie lebten, nahm Mutter mich gefangen und wollte mich für ihren Krieg benutzen. Ich wollte sie gar nicht mehr haben, wenn ihre Existenz Mutter solcher Taten verleitet oder sie gar von Kuya missbraucht werden. Und trotzdem fühlte ich, dass mir mit der Extraktion ein wichtiger Teil geraubt wurde. Wieso bloß kommen mir plötzlich diese Gedanken? Dieser Wind, diese Landschaft, was ist das für ein seltsames Gefühl, von dem mein Herz so erfüllt wird? I don't know. Sie denkt also eigentlich gar nicht an Dingensen. Hier ist betreten verboten. Verboten? Und wieso darf er rein? Kupo! Sie dann hier drin gewiss nur Fleischen und trockene Erdemampf. Sternschaunt habe ich schon mal probiert, aber der Schaunt hier hat nicht der richtige Aromamapf. Aber das Wasser ist schon klar, Mapf. Aber niemand darf. Ach, mach dir nichts draus. Das Beste ist, man kümmert sich gar nicht um ihn. Okay, dann darf ich da wohl nicht rein. Vielleicht später mal. Der Laden hier ist aber echt ein einziger Trümmerhaufen. 10 Jahre nach dem Verfall würde ich mal locker tippen. Naja, mal sehen, was Aiko uns kochen wird. Active Time Event. Ich hab doch gedrückt. Wenn was Aiko fühlt. Danke fürs Aufräumen. Ist da wirklich alles sauber geworden? Jetzt kann Aiko auch ohne Bedenken sie dann in ihr Haus einladen. Und ab jetzt geht's um die Wurst. So, wie Aiko das gesehen hat, haben sie dann und Lilly nämlich noch rein überhaupt nichts am Laufen. Ich habe das Gefühl, dass Lilly in dieser Beziehung ein wenig auf dem Schlauch steht. Es besteht also noch Hoffnung, dass Aiko was für sich rausschlagen kann. Aiko wird sie dann mit ihren Leckereien nur so verführen, damit ich hier gar nicht mehr weg will. So läuft also der Hase, dann hat viel Glück. Aber die Gerichte von Chefköchin Aiko sind des Öfteren zum Scheitern verurteilt, Kupo. Vor allem jetzt, wo unsere Vorräte fast aufgebraucht sind. Sind? Ja, ich weiß, aber deswegen möchte Aiko sie dann trotzdem beeindrucken. Helft ihr mir? Uhu! Schiebung! Oder so. Das ist ein Befehl! Die Spezialität von Aiko in Kartoffeleintopf. Da muss ich zugeben, dass er sogar ein Mogri schmeckt. Aber neulich war er so scheußlich, dass er es mir fast den Bommel vom Kopf gerissen hätte. Und was willst du uns noch servieren? Irgendwas als Beilage muss ich mir noch überlegen. Wie wär's mit Fisch, Kupo? Fischer Fisch. Frischer Fisch muss nur gebraten werden und schmeckt trotzdem prima, Kupo. Fisch. Das hört sich gut an. Okay, das heutige Menü besteht aus Kartoffeleintopf und frischem Fisch. Wer geht denn mal am besten angeln? Habe ich mir nicht gemerkt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war Mogel. Ich verlasse mich auf dich, Mogel. Kupo. Die Kartoffeln holt mir am besten... Ich glaube, es ist egal, oder? Shimomo? Ich verlasse mich auf dich, Shimomo. Matcha bleibt als Gehilfe von Aiko in der Küche. Kupo!
passt die Arbeitseinleitung so? Anfangen und kochen nochmal überlegen? Ich habe absolut keinen Plan. Boah, da los. Kann ja nur schief gehen. Großvater, Eiko möchte nicht mehr alleine sein. Deswegen hilf mir, dass alles gut wird. Der eine Mogu backt rum. Darf ich hier nochmal zurückgehen und schauen, was mit Lilly los ist? Oder ist sie schon wieder weg? Umdrehen. Ich bin so nervös. Und warum? Haben wir heute unsere Nächte? Ab und zu muss sowas einfach mal sein. Entschuldigung. Zelt. Vivi. Was ist? Stimmt was nicht? Nein, nein, ich habe nur ein wenig nachgedacht. So, so, aber weißt du, manchmal ist es gar nicht so sinnvoll, so viel nachzudenken. Ja, ich weiß. Danke, Sidan. Ich werde trotzdem noch ein wenig nachdenken. Okay. So, haltet ein, Kubo! Entschuldigt die lange Warterei. Die Gerichte von Chefköchin Eiko werden demnächst serviert. Um euch die Wartezeit zu versüßen, wurde mir aufgetragen, euch zu den Wandgemälden zu führen. Bitte hier entlang. Eins. Eiko beim Kochen. Also, wie viele Mäuler geht es zu stopfen? Einmal für Sidan, einmal für Eiko. Dann für dieses etwas trübsinnigen kleinen Jungen Vivi. Und für Lilly muss ich wohl auch einen Teller richten. Dann noch jemals für Mogu, Mokka, Mocho, Chimimo, Mogel und Morishon. Füll den Topf bitte mit Wasser, damit es für alle reicht und stell ihn auf den Herd. Eiko kümmert sich um die Zutaten. Kupo. Für wie viele Personen soll ich Wasser holen, Kupo? Mehr, weniger. Bestätigen. Zahlenreihe überspringen. 11. Das habe ich mir gemerkt. Für 11. 11. Ein Topf, Brote fein. Jetzt noch ein Granatkürbis und ein paar Cheerio-Früchte rein. So muss es sein. Zum Abschmecken noch die Bergjuckzippen aus Condea Pata. Lieber nicht. Dankeschön. Jetzt kann's endlich losgehen. Hühnelian, Rein und Hui, Sasa, Pfeffer, Salz und Tralala. Eine Kartoffel, Tralli, Tralla. Noch ein Kürbis, wunderbar. Und noch ein wenig Salz, ja, ja. Cheerio-Frucht und oh süße Cheerio-Frucht. Hab einen Angel, Kupo. Und was für ein Brocken, Kupo. Schaffst du es? Die Küche Mocha überlassen. Mocha, richtig umrühren, sonst kult doch alles an. Das ist aber wirklich ein dicker Brocken. Bei drei Hieven wird das Ding mit einem Ruck an Land, okay? Eins, zwei, drei! Wir haben Quinner geangelt. Hat uns... Wollte der Moki uns hier nicht hinführen? Wie, der darf passieren, oder was? Er hält hier Wache. Wahrscheinlich fühlt er sich ein wenig gekränkt. Er ist zwar auf Anordnung von Fräulein Eiko passiert, aber er war wohl etwas bestürzt darüber, dass jemand von außerhalb Eintritt gewährt wurde. Aber seid unbesorgt, wir Mogris haben alle Fräulein Eiko so erlebt, dass auch er es bald verstehen wird, Kupo. Scheint echt eine große Sache zu sein, dieses Wandgemälde. Das Volk der Espa hat seit Generationen diesen heiligen Wandgemälde gehütet. Das Volk der Espa. Ich muss Lilly holen, sie kann auch Beste beschwören. Tatsächlich? Boah, jetzt müssen wir wieder zurück.
bla. Gehört halt auch dazu. Es ist halt immer bloß ein bisschen ätzend, wenn du dir denkst, es geht besser und es geht mal langsam voran. Du musst wieder zurück. Lilly! Hey, komm mal mit, da gibt's etwas, das anscheinend mit der Beschwörungsmagie zu tun hat. Mit der Beschwörungsmagie? Ja, genau, nennt sich Platz der heiligen Wandgemälde oder so. Oder so. Ob wir heute noch zu Abend essen werden? Ich wage es langsam zu bezweifeln. So, tretet bitte ein. Dieses sind die heiligen Wandgemälde des Esper-Volkes. Das Volk der Esper erforschte die Bestie und hinterließ der Nachwelt das Wissen über jede neu entdeckte in Form der Wandgemälde. Existieren diese Bestie alle wirklich, Kupo? Dieser Ort ist sozusagen die Heiligstätte der Esper, Kupo. Fräulein Aiko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihre Ahnen zu ehren, Kupo. Welche ist das? Das ist Atmos. Bahamut! Was hast du, Lilly? Ich... Du bekommst dich schon wieder zurück. Ich möchte mich hier noch eine Weile umschauen. Gut. Die meisten der Bestien sind mir völlig unbekannt. Die Natur stand bei den Esper an höchster Stelle. Sie nannten diesen Planeten hier Gaia und sahen in den Bestien eine Art Schutzgötter, die über diesen Planeten wachen. Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden, Kupo. Die Esper kamen vor 500 Jahren zum ersten Mal in dieses Land, aber jetzt... Ups. Obwohl. Doch, ist richtig so. Passt schon. Du willst hier noch bleiben? Okay. Kann ich mich hier auch ein bisschen umschauen oder hast du einfach gar keinen Plan? Du hast einfach gar keinen Plan. Okay, dann gehen wir mal zurück. Schau mal kurz. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich weiß halt nicht, schaffen wir das noch zum Essen. Eco beim Kochen. Eco beim Kochen Teil 2. Eco. Mit besonders gutem Strom. Hmpf, der Köder lässt auch zu wünschen übrig, Mampf. Weiße Haut. Weiße Haare, komische Klamotten. Du bist also Kuya, von dem sie dann gesprochen hat? Sidan und die anderen suchen nach ihm, Mampf. Man nennt mich Quiller, Mampf. Jetzt weiß ich's, das Ding, was am Bergweg hinter Mure her war. Ich bin Aiko. Mogo, wenn du den da siehst, darfst du dich auf keinen Fall zeigen. Kupo. Ich rieche erst einen Mampf. Aber das ist nicht für dich. Hmpf, aber das Feuer ist zu schwach, Mampf. Sag bloß, du kannst aus Eisen auch noch kochen. Mein Schicksal ist es, die ganze Allerspann zu ergründen, Mampf. Das ist ja die Gelegenheit. Quina, Probe kosten lassen. Ich weiß, wie viel sich in diesem Dorf befindet, Mampf. Sidan und die anderen ein paar Mogris, insgesamt 11 Mampf. Genau die richtige Menge, Mampf. Aber mit diesem Herd ist ein Gericht für 9 Personen das Maximum, Mampf. Ein Menü für alle war also gar nicht möglich, Mampf. Oh nein! Eine alte Weisheit besagt, koch lieber zu viel als zu wenig, Mampf. Man weiß schließlich nie, wann man unerwartete Gäste bekommt, Mampf. Und vielleicht gibt es ja einen Vielfraß unter den Gästen, Mampf. Gute Arbeit, dass es dich genau hier 10 Personen reicht, Mampf. Sind das alle Zutaten, die du für diesen Eintopf hast, Mampf? Chimomon holt gerade Kartoffeln. Die Stärke des Feuers ist entscheidend, Mampf.
Ich habe eine Idee, Mampf. Hier gibt es einen Schwarzmagier. Er würde uns mit dem Feuer helfen, Mampf. Vivi soll also helfen. Aber ich glaube, essen werden wir erst in der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy 9. Die Heiligenwandgemälde wurden die ganze Zeit von Aiko und ihrem Volk behütet. Und auch die Mokis haben die ganze Zeit über auf die Wandgemälde und auf Aiko aufgepasst. Also fasch ja nichts an. Und wo ist jetzt dieses Volk? Das kann ich dir aus meinem Mund nicht sagen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir werden erst, denke ich mal, in der nächsten Episode zu Abend essen. Es wird ja mal wieder Zeit, wir haben langsam Hunger und ihr wahrscheinlich auch. Deswegen spachtelt ordentlich bis zur nächsten Episode Let's Play Final Fantasy 9. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Brickwitch und bis dahin, ja, alles Gute und guten Hunger und ciao. Bis dann. Tschüss.